So, wir stehen immer noch direkt hier. Wir könnten nach Großbritannien fahren, wobei ist das Problem, jetzt sehe ich nicht, ob ich da schon war. Sheffield. Ich glaube, Sheffield war ich noch nicht. Nach Malmö könnten wir fahren. Nach Kopenhagen könnten wir fahren. Aber Sheffield waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir könnten noch mal kurz gucken. Waren wir schon mal in Sheffield? Nein, waren wir noch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das doch direkt. Wir könnten sogar nach Norwegen fahren. Für 17.000 Euro. Dann müsste ich aber erst wahrscheinlich einen Umweg fahren und ich würde ganz gerne von Firma zu Firma fahren. Deshalb ich jetzt einmal gucken gehe wegen den Aufträgen von und wie gesagt, ich sehe jetzt keinen Unterschied bei dem Horizontalen. Ich muss mir das Video nochmal angucken, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass der LKW so ein bisschen sich anders fährt als sonst. So, wir fahren die World of Trucks Aufträge, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Also Sheffield waren wir noch nicht, deswegen würde ich das jetzt mitnehmen. Ist ein Knickgelenk-Dumper. Okay. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ein Knickgelenk-Dumper. Ach, das Bild sagt mir jetzt gerade nicht sehr wirklich was. Ach, sowas ist das. Ah, okay. Ja, gerade überlegen, was das sein soll. Ich habe mir, man hat zwar das Bild gesehen, aber ich konnte das jetzt nicht zuordnen. Ich muss auch sagen, dass der LKW an sich gerade sich so ein bisschen schwammig fährt. Nicht unbedingt was damit zu tun hat mit dem Anhänger. Die Lampe ist noch an, das ist sehr gut. Wir müssten eigentlich auch mal dann, wenn wir in England sind, mal eben unseren LKW checken lassen. Müsste natürlich jetzt auch mal testen, ob das im American Truck Simulator auch so ist, dass der nicht so schwammig fährt. Wenn ja, könnte das an dem Patch liegen. So, wir müssen jetzt nicht hier abbiegen. Okay. Ja, ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt zum Podcast oder sowas oder zu Themen, sagt ja mal, pass mal auf, Morty, kannst du da mal drüber reden? Oder ist das was ein Thema für dich? Dann könnt ihr es mir gerne auf Twitch schicken, also im Stream reinschicken. Ihr könnt es uns auf Discord schicken, also jeder kann diesem Discord-Server beitreten. Ihr könnt es auf YouTube kommentieren, wenn ihr Bock habt, oder ihr schreibt die Moderatoren Maranuba oder Tugusa live an. Oder Miss Nymphi, wenn die da ist. Könnt ihr die übrigens auch anschreiben, die geben das an mich weiter. Ja, weil ihr könnt mich direkt nicht anschreiben, weil ich habe es blockiert, weil ich jetzt vor einer ganzen Weile immer wieder irgendwelche Nachrichten von Leuten bekommen habe, hier irgendwelchen Links. Und ich werde keine Links anklicken. Also ihr könnt mir schicken, was ihr wollt. Ich werde keine Links anklicken, weil da gehe ich nicht drauf ein. Das ist, wenn da irgendwas ist, dann klickst du drauf, zack, haben sie Zugriff auf der PC oder sowas, keine Ahnung. Das ist natürlich, sind so Sachen, die möchte ich natürlich, wenn es möglich ist, natürlich so weitestgehend verhindern, dass sowas gar erst passiert. Natürlich gucken, ob er da rumkommt. Das sollte eigentlich passen. Ja, es passt. Und ich hatte ja gesagt, ich würde ganz gerne auf den Scania umsteigen. Was wir auch machen werden. Und das wird allerdings noch eine Weile dauern, denke ich, bis wir den holen werden. Wir müssen natürlich jetzt erstmal noch die Firma freischalten, dass wir dann Leute noch bekommen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, ja, man könnte dann Kredite holen, einen Kredit holen, um die 100.000 zu zahlen. LKW hast du dann ja, mit zwei Leuten müsste das gehen. Aber wenn ich jetzt nach einmal sage, ja komm, ich hole einen Kredit, dann will ich es immer wieder machen und darauf habe ich dann auch keine Lust. Also fürs Räuspern habe ich mich jetzt mal eben gemutet. Müsste eigentlich auch mal ein neues, schönes Bild machen für einen Euro-Truck-Simulator was haben wir für YouTube? Wir haben jetzt einfach ein Bild rausgesucht, haben jetzt gerade, wir nehmen jetzt irgendeins. Ich glaube, das werden wir es auch erstmal noch belassen. Wobei ich überlegen werde, wenn ich jetzt natürlich eine schöne Fracht habe, so wie jetzt zum Beispiel den hier,
müsste ich mal gucken, wo ich mich irgendwo hinstellen kann und da mal ein schönes Foto von machen kann. Dass wir das quasi als Thumbnail benutzen. Demnächst. Da muss ich nur ein Tuko eben antickern. Hier, pass mal auf, Tuko, wir haben ein neues Bild. Lass uns das lieber nehmen. Weil das andere, das ist so, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht so ganz aktuell. Ich versuche nämlich immer so vieles zu ändern, weil ich immer nicht so das Gefühl habe, dass ich zufrieden damit bin mit gewissen Sachen. Genauso mit dem YouTube-Kanal, da waren ja früher geplant alle zwei Tage, also pro Tag zwei Videos. Und jetzt vier Videos pro Tag und ich denke mir selber, ich habe ja auch jetzt sehr viele Leute abonniert auf YouTube, so ist es ja nicht. Du guckst selber gar nichts aktuell auf YouTube, weil du hast die Zeit gar nicht. Und jetzt kommt natürlich ich daher und sag hier, pass mal auf, ich mache hier Stream täglich, ich hau euch jeden Tag vier Videos raus, die über eine Stunde gehen oder teilweise 20, 30 Minuten bis zu über eine Stunde, bis zu zwei Stunden teilweise oder vier Stunden, ist glaube ich das längste, was wir haben mit Skyrim. Und da musst du natürlich auch die Zeit haben, dass du sagen kannst, okay, ich gucke mir jetzt ein 4-Stunden-Video an. Ja, selbst wenn du es auf doppelte Geschwindigkeit laufen lässt, sind es immer noch 2 Stunden, die du dir anguckst. Ja, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Das ist genauso mit dem Podcast. Wenn du den hörst, das sind 2 Stunden, wo ich jetzt nochmal auf den Podcast zu sprechen komme. Es gibt auch derzeit die Überlegung von uns, beziehungsweise mir ist es vorgeschlagen worden, unseren Podcast auch auf Spotify, iTunes und sowas zu veröffentlichen. Da müsste ich mal gucken, das werde ich dann mal machen, wenn ich im Urlaub bin, wie das Ganze funktioniert, wie das geht. Und dann werden wir das auch auf Spotify, iTunes und Co., also alle überall, wo wir die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu veröffentlichen, öffentlich stellen, damit ihr euch den auch unterwegs anhören könnt, weil ihr müsst natürlich sonst Datenvolumen für YouTube verballern. Und YouTube frisst Datenvolumen, gerade über Sandy. Ich weiß nicht, ob es da so eine Flit gibt bei solchen Sachen. Aber ich denke, YouTube wird da ordentlich an Volumen fressen. Und dann ist euer Datenvolumen auch relativ schnell leer und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Deswegen, die Überlegung war jetzt auch zu sagen, okay, wir werden dann mal demnächst auf Spotify und Co., was es da alles so gibt, dann auch mal unseren Podcast veröffentlichen. Aber wir haben jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir gucken uns das mal an. Was ich ja auch machen wollte, ist zum Beispiel, das wären wir jetzt Eurotruck Simulator 2 streamen, dass wir oben links immer so ein Bild haben, damit ihr sehen könnt als Zuschauer oder auch auf YouTube nachher, welche Musik läuft denn da gerade. Also Musik, die wir hier haben, ist von Streambeats. Die gibt es auf Spotify und die Musik wird euch generell unten verlinkt. Und wir haben zurzeit, ich glaube, Symphony ist das, glaube ich. Ich müsste mal gucken. Sekunde. Synthwave ist das. Die haben wir aktuell an. Die höre ich sehr, sehr gerne und die gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Die haben dann noch House Music, EDM, Loft, die haben wir noch, Rock, aber das ist so diese House Music, das ist nur Bass. Und das muss nicht unbedingt sein. Das ist so ein bisschen ganz okay, was wir aktuell haben. Das gefällt mir auch relativ gut eigentlich. Deswegen, das kann man halt ein bisschen als Hintergrund laufen lassen, wenn man gerade nicht redet. Weil ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich habe natürlich nicht immer Themen zum Quatschen. Und ich sehe natürlich auch nicht immer, wie viele Leute gerade zuschauen. Und deswegen versuche ich die Leute auch mal so ein bisschen zu unterhalten. Und ja, mal gucken, was dabei natürlich rauskommt. Ist natürlich mal schwierig, wenn du dich alleine unterhältst und keine Antwort bekommst. Das ist natürlich dann nochmal doof. Viel einfacher ist es natürlich, wenn du dich mit Leuten unterhalten kannst, die dann natürlich zuschauen und so, ne? Das wäre natürlich wesentlich einfacher, als wenn du dich alleine unterhältst. Ja, das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Jetzt habe ich Angst, die Frau hat die Mikrofon geholt. Ansonsten, was haben wir sonst noch so? Ich überlege gerade. Ja, was gucke ich denn aktuell so? Also ich gucke momentan relativ viel Twitch. Aktuell gucke ich sehr viel Doctorio. Das ist der, der auch die Wiegaugen gemacht hat. Bei dem ich dann zum Beispiel die Plater-Version importiert habe. Auf WoW.
in den Einstellungen, also in den Interface-Einstellungen, habe ich ihn euch auch nochmal verlinkt. Wobei ich jetzt davon ausgehe, dass niemand da reinguckt und sagt, ja, immer cool, danke, dass du den verlinkt hast, ich gucke mir den mal an. Es wird empfohlen worden von Twitch, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mit denen mal angeguckt und fand den sehr sympathisch und auch sehr gechillt von der Art und Weise her, wie das mit den Raids macht. Und hab mir den dann länger mal angeguckt über einen längeren Zeitraum und mir gedacht, ja okay, der ist super, den kannst du mal ruhig mal folgen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich mit meinen Folgen bei anderen Leuten ziemlich geize. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel der Norgat, der Nordalpha, der die Blonde zum Beispiel, die kleine Fee. Das sind alles Leute von Redshirt. Ja, den Norgat, den habe ich damals durch die Maraluba kennengelernt. Und den bin ich damals schon gefolgt mit meinem alten Account und fand ihn auch damals schon sehr sympathisch. Auch total gechillt eigentlich. Und die Maraluba hat dann mal eben angeleiert, dass der Norgat mir folgt und dann habe ich das dann auch natürlich gemacht. Und da ist übrigens ein Blitzer, jetzt juckt meine Nase gerade. Und seitdem hosten und raiden wir uns untereinander und unterstützen uns untereinander, was ich zum Beispiel vorher mit meinem alten Account gar nicht hatte. Dass mich da irgendeiner unterstützt hat mit irgendwelchen Hosts, Empfehlungen, Raids oder sonst irgendwas. Und das ist mit dem Account, also ich muss sagen, mit dem zweiten Anlauf wesentlich besser gelaufen. Und auch die Rainbow Knight, die gelegentlich mal da ist, die hat momentan sehr viel zu tun privat, deswegen kann ich das verstehen, wenn sie nicht immer da ist. Hat bei sich auf dem Discord das zum Beispiel auch reingemacht, wenn ich jetzt gerade live bin oder anfange zu streamen, dass bei denen auf dem Discord eine Benachrichtigung kommt. Ja, und das ist natürlich eine super Sache, deswegen das ist ein echt schöner Support, man unterstützt sich halt auch untereinander. Und das mache ich natürlich auch mit den Leuten von Redshirts, also wir unterstützen uns da auch, soweit es geht, untereinander. Zum Beispiel die kleine Fee ist auch eine von den Redshirts und wir unterstützen uns halt untereinander. Und das finde ich auch super, dass man da einfach untereinander hilft, ohne zu sagen, ja komm, hast du Bock, dass wir uns gegenseitig folgen und solche Sachen. Nein, man hat es einfach gemacht, weil es halt selbstverständlich ist, dass man sich so ein bisschen unterstützt. Also ich finde das nicht schlecht. Beziehungsweise die Maranova hat es ja so ein bisschen mit angeleiert, dass man das da macht. Ne? Was hast du? Wolltest du dich mit jemandem unterhalten? Habe ich Angst, du musst mit mir reden. Jetzt bist du im Discord, oder was? Wen hast du denn noch damit beigepackt? Ich muss mir mal eben die Nase putzen. Also es geht sofort weiter für die Leute auf YouTube. Da habe ich meine Musik ausgemacht, ne? Und das wollte ich jetzt... Ne, ich habe Spotify komplett geschlossen. Das gibt's doch nicht. So, denn jetzt ist die Maranuba mit dem Discord. Hallo. Kannst du ja erzählen, während ich LKW fahren kann. Muss erst mal gucken, was du da verzapfst. Ach, warte mal, haben wir überhaupt das Overlay drin, wenn du redest? Ja, haben wir. Weiß ich nicht. Na doch, oben links siehst du das. Mal gucken, wo ich hier rauskommen muss. Ach doch, da. Ich immer. Freundin, ich habe gerade noch von dir gesprochen. Das nennt man Vibe in der Matrix und das ist bei mir sehr, sehr, sehr schlimm in letzter Zeit. Bist du denn schon mal mit dem neuen Patch gefahren mit 1.44? Ich habe nämlich so das Gefühl, dass mein LKW sich schwammiger fährt als vorher. Also er fühlt sich so matschig an beim Fahren. Jetzt ist meine Musik immer noch aus, ne? Ich muss mal kurz gucken. Warum ist meine Musik immer noch aus? Hä? Der kam jetzt vor ein paar Tagen.
Der ist seit 2-3 Tagen ist der jetzt live. 1,44. Der Dienst ist nicht mehr gefahren. Ja, dann wirst du den wahrscheinlich noch nicht benutzt haben. Also noch nicht mit dem gefahren sein. Ich habe so das Gefühl, dass sich mein LKW ein bisschen schwammig anfühlt beim Fahren. Don't drink and drive. Ich trinke nicht. Ich fahre nur. Guck mal der Faxdose nicht so an. Bin ich betrunken. Ja, aber ich heute auch das erste Mal jetzt seit dem Patch gefahren bin. Und du kannst ja halt jetzt viele Sachen einstellen. Zum Beispiel, ich kann dir das mal kurz zeigen. Du kannst die Achsen, die Vorder- und Hinterachse kannst du absenken. Und du kannst zum Beispiel, nein, das war die falsche. Kannst du, wo ist es denn jetzt hier? Da, in den Innenkamera horizontal, Horizont Fokusfaktor einstellen. Also ich weiß nicht, was das bewirken soll, weil ich sehe keinen Unterschied. Ich habe den jetzt mal vor der höchste Stufe eingestellt, aber ich sehe da keinen Unterschied. Ja, kannst ja, wenn du Zeit hast, kannst du mir ja dann Bescheid sagen, wenn du es mal gemacht hast. Also es ist jetzt auch nicht so eilig. Kann auch sein, dass es einfach nur täuscht, weil ich letzte Woche den American Truck Simulator gefahren bin. Und ich fahre ja auch nur einmal die Woche dann LKW. Deswegen kann es auch sein, dass das täuscht. Ja, meistens immer so. Das ist ja genauso, wenn du ein Auto bei der Werkstatt gelassen hast, denkst du dir auch so, irgendwie fühlt sich das Auto total komisch an. Ich habe gerade schon auch meine Einstellung alle nachgeguckt, aber es ist alles dasselbe. Also ich habe da jetzt nichts Großartiges geändert. Deswegen für mich ist da jetzt aktuell kein, also von den Setting her ist da kein Unterschied. Weiß nicht, ob da irgendwas noch mit dem Patch gekommen ist, weil wenn ich in die Kurve lenke, so wie jetzt, dann habe ich so das Gefühl, dass der ganze LKW gleich umkippt. Das ist nämlich so ein bisschen komisch, das Ganze. So, Frau, du wolltest erzählen, also erzählen. Ja, dann erzähl, was du erzählen willst. Auch Leute, hört auf zu hupen. Das ist schlimm hier. Ja, aber ich habe jetzt keine Themen, wo man drüber reden kann. Außer das Vorschläge. Ich sag, wenn ich so einlenke, ich habe so das ganze Gefühl, dass der ganze LKW gleich umkippt. Ist das ein wenig komisch gerade mit dem Fahren. Ich müsste sagen, ja mal den ATS auch mal ausprobieren, ob der genauso ist. Ob es da auch so ein Unterschied ist. Dann müsste der Polar ja eigentlich auch gleich auftauchen. Müssen wir den gleich mal sagen, dass heute kein Koop ist, dass der heute ausfällt. Wieso? Spielt doch zusammen. Kann ich nicht. Warum? Weil Togo den Safe Game hostet. Dann weggehen, er soll schnell seinen Rechner anschalten und den Rest macht ihr. Der ist bestimmt an, der ist doch auch online. Der ist bestimmt da. Muss nicht mal da sein. Mach einfach nur den Safe Game auf. Ja, das Problem ist aber, wenn er da ist, dann haben wir mehr Gegner. Und sein Charakter stirbt, wenn er nicht isst und trinkt. Also bringt es uns einfach gar nichts, wenn er nicht da ist. Das ist natürlich ein Problem an der Stelle. Ich fahre nämlich gerade nach Sheffield, also wir sind gerade Richtung England unterwegs, von Dänemark aus. Weil mit dem neuen Patch, also je nachdem wo du standest am Dienstag, wirst du direkt wieder in deiner Hauptbasis stehen. Das heißt, beim ATS werden wir auch wieder in der Hauptbasis stehen. Das weiß ich jetzt nicht, ich müsste gleich mal eben reingucken. Weil du wirst nämlich zurückgesetzt komplett. Ja gut, dann passt das ja, dann bist du ja nicht allzu weit weg. Ja, Auflieger habe ich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine.
Die kosten mich auch aktuell ziemlich Asche. Ich hatte ja mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich würde ganz gerne die beiden Safe Games, die ich habe beim ATS und ETS, fahren, ohne Kredit zu nutzen. Wir haben ja unseren LKW, haben wir ja bei beiden Safe Games erwirtschaftet, also selber freigeschaltet durch die Fahrerei. Und das würde ich auch ganz gerne mit dem Firmenunternehmen machen. Wobei ich natürlich jetzt auch überlegt habe, man könnte ja Kredit holen, könnte es ja dann zumindest deine Garage ausbauen, weil ich nicht weiß, wenn du jetzt deine Garage noch nicht ausgebaut hast, ob du überhaupt schon einen Auflieger kaufen kannst. Und so ein Auflieger, der kostet, glaube ich, auch so 50.000, 30.000 so um den Dreh. Und wir haben, glaube ich, aktuell gerade 10.000, 11.000 vom Geld her. Und das würde noch, also wir brauchen 180.000, um einmal die Garage abzugraden. Und dann könnten wir dann zumindest gucken, dass wir noch einen LKW kaufen. Da hatte ich ja gesagt, ich würde ganz gerne auf einen Scania nachher umsteigen, weil der gefällt mir eigentlich ja relativ gut. Dann könnten wir den Volvo zum Beispiel jemanden geben, den wir neu einstellen. Und die Fahrer werden nachher nach Zuschauer benannt. Also die Leute sollen sich nachher, wenn wir weit genug sind, wenn diejenigen sich dann quasi den LKW aussuchen, welchen sie haben wollen, und dann mit Namensschild und sowas rein. Tugo bekommt ein Renault, hattest du gesagt, ne? Ja, genau, Tugo bekommt sein Renault. Du bekamst den Volvo. Norgard wusste ich jetzt nicht, was er haben wollte. Und, er wollte einen Benz. Einen Benz haben. Tugo wollte, glaube ich, auch den Benz haben. Nö, der will den Renault. Dann kriegt Tugo halt auch ein Renault. Aber genau. Wir sind noch weit genug, ziemlich weit weg, um das zu realisieren, dass wir das machen. Also ich fahre gerne mit dem Scania. Das einzige Problem ist bei dem Scania ist die Außenspiegel, die sind so weit weg. Beim Volvo sind die ein bisschen näher. Und der Volvo und der Scania sind ja die stärksten, also leistungsstärksten LKWs im Spiel. Und die nehme ich auch immer ganz gerne für Schwertransporte. Ich hatte Scania, was hast du denn jetzt geholt? Beim Scania, den kann ich mir erst, wenn ich den ich haben will, bringt mir erst was, wenn ich, glaube, Level 12 oder 14 bin. Dann kann ich mir den erst holen, auch von dem Design her, wie ich den haben will. Diesen roten Lampen und sowas da drin. Müsste, glaube ich, mit der V8-Version sein. Da müsste ich mal nachgucken. Scania S, nein, Actros, DAF. Ja, der DAF ist auch nicht schlecht, weil der DAF gefällt mir ganz gut wegen diesen Spiegeln, die du ja nicht mehr außen hast, sondern innen hast. Biege nach links ab. Da gefällt er mir ganz gut. Es gab auch eine Mod, also ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt auf Steam, wo du diese Spiegel auch reinmachen konntest. Aber irgendwie ging es bei mir nicht mit der Mod, deswegen habe ich die wieder rausgeschmissen. Und aktuell fahren wir ja komplett ohne Mods. Wir haben ja gar keine Mods drin. Wir fahren komplett ohne. Wir fahren auch nur Aufträge momentan von World of Trucks selber. Die fahren wir momentan. Weil dann hast du ein bisschen mehr Zeit, je nachdem, welche Aufträge du annimmst. Und du kannst zum Beispiel auch mal zwischendurch schlafen und die Nacht skippen. Weil das Problem ist halt, alles was dunkel ist, wird auf YouTube und Twitch, Twitch oder so, vor allem auf YouTube verpixelt. Und da du dich im Eurotrack durchgehend bewegst, wird das oder so immer nachts verpixelt dargestellt, dann siehst du die Pixel eher. Deswegen versuche ich mal natürlich die Nacht immer zu skippen. Bei Twitch, das liegt einfach nur an unserer Internetleitung, wir haben immer noch keine Glasfaserleitung. Wir warten ja immer noch drauf. Aber das Problem ist gerade, dass mein Spiegel so ein bisschen, also meine Lampe den Spiegel so ein bisschen blendet. Die KI ist heute wieder zu doof zu fahren, irgendwie gefühlt. Lass mal die Lampe ein bisschen dunkler machen. So. Es ist, dass ich ganz so hell im Rückspiegel.
meine, in dem Eurotruck bin ich schon alle LKWs gefahren. Ich finde den Iveco am schlimmsten. Oh, dann wollte Domi, glaube ich, den Iveco. Der kann sich gerade nicht wehren, das ist großartig. Ja, der ist ja nicht da. Dass der sich nicht wehren kann, weil der halt gerade nicht da ist. Aber der Volvo ist eigentlich auch nicht schlecht. Also vom, also der, sag hier, mal, den wir jetzt haben. Warum habe ich damals eigentlich als erstes von dir einen Iveco bekommen? Du hast von mir einen DAF bekommen, kein Iveco. Ja, Iveco ist auch am schlimmsten. Keine Leistung, Design, komplettes Chaos und es sieht einfach grottig aus. Also ich habe jetzt schon welche im Real Life gesehen. Ich habe auch eine Zeit lang bei jemandem geguckt, der heißt JP auf Tour. Der fährt den Iveco und der LKW, der sieht richtig toll aus. Also vom Design her und auch vom Aussehen her. Der sieht wirklich toll aus. Aber leider haben sie den noch nicht ins Spiel reingebracht. Vielleicht dürfen sie es nicht, aus Lizenzgründen, weil er einfach zu neu ist. Oder sie haben es noch nicht geschafft, ihn ins Spiel zu bringen, weil das einfach der Aufwand zu groß ist. Das kann natürlich auch möglich sein. Und vielleicht haben sie es genauso mit den Spiegeln ja auch. Ach Junge, jetzt komme ich schon wieder hier einer. Fahr doch mal. Hier rüber. So, gar nicht hier. Weil normalerweise hat der Mercedes diese Spiegel, die ja der DAF nachher hat. Und vielleicht haben sie da die Lizenz nicht für das, für Mercedes diesen LKW ins Spiel bringen dürfen, weil der einfach zu neu ist. Das weiß ich natürlich nicht. Abblöde Fliege. Und jetzt bin ich gar nicht so schnell rumgefahren. Und der eiert so ein bisschen beim Lenken. Der fühlt sich so komisch an. Hau ab hier, meine Güte. Lass mich in Ruhe. So. Mach das. Und frisst Sprint wie Sau. Ja, das weiß ich nicht. Bin nur gefahren damals für die, wo du für die anderen Unternehmen gefahren bist. Da hatte ich den drin. Kannst aber auch einstellen für jeden LKW die Automatikschaltung. Auf Wirtschaftsmodus, dann verbraucht er ein bisschen weniger Sprit. Also zumindest sollte er das. Ich habe bei mir die auf normal, glaube ich, eingestellt, so normaler Wirtschaftsmodus, weil wir fahren ja mit echter Automatik. Wobei ich das eigentlich auch auf leichte Automatik oder sowas, wie das da heißt, umstellen könnte. Dann könnte ich es komplett mit Controller machen. Wobei ich finde echte Automatik dann doch so ein bisschen sinnvoller. Also mir gefällt es ein bisschen besser. Sollen wir mal kurz gucken, wo haben wir hier denn was hier? Warte, ich guck gleich, was du geschrieben hast. Wir könnten eigentlich hier rumfahren. Dann könnten wir da das Fragezeichen mitnehmen. Obwohl, warte mal. Nee, da komme ich nicht rüber, ne? Ich muss gleich mal gucken, ob ich abbiegen kann. Hat es auf Wirtschaft und schluckt wie Sau. Ah, okay. Ich habe meinen auf normal stehen. Mein LKW. Ich finde, der verbraucht jetzt nicht allzu viel Sprit. Ja, doch, wir können hier rechts abbiegen. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Immer geradeaus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Verkehrsdichte auf 3 oder 4 stehen habe. Du kannst ja per Textdatei, kannst du das ja ändern. Oh, ich bin froh, wie ich wieder in Deutschland bin, weißt du, das gefällt mir hier in England gar nicht. Dieser Fahrweise einfach. Es ist so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, wenn du es gewohnt bist, ist das eine andere Sache. Vor allem, was wahrscheinlich auch sehr interessant wäre, ist, wenn du das Lenkrad auf der rechten Seite hast und dann in Deutschland fährst. Ich kenne jemanden, der macht. Ja, das hast du noch eine Zeit lang gemacht. Erste Ausfahrt nehmen. Nee, das meine ich nicht. Nimm diese Adam. Ausfahrt. Der hat ein uraltes englisches Menü. Rechts halten. Okay. Und dann rechts abbiegen. Also für mich wäre es nichts. Biege nach rechts. Muss gelernt haben, glaube ich. Ich glaube auch, wenn du da damit musst du zurechtkommen können. Aber es ist halt alles gewohnt. Das ist immer so, wenn du jeden Tag jetzt natürlich spielst oder alle paar Tage spielst, dann ist das was ganz anderes, als wenn du es einmal die Woche spielst. Guck da mit dem Real Life durch die Gegend. Ja gut, dann ist es auch so eine andere Geschichte.
Dann ist das aber sowas komplett anderes. Hier haben wir zum Beispiel eine Basis, aber wir haben kein Geld, deswegen können wir die nicht kaufen. Was natürlich auch interessant wäre, ist, wenn man, um zu gucken, wie viel man fährt so mit dem LKW komplett. Das ist ja einer der ersten LKWs, die wir ja für uns geholt haben hier. Wie das so ist mit dem Fahren. Wie viele Kilometer man dann gefahren hat. Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt aktuell? 2890? Ist nicht wirklich viel, muss man sagen. Vielleicht müsste er gleich mal was anderes fahren als Auflieger. Mal gucken, ob, ob der sich dann immer noch so komisch anfühlt. Biege nach rechts ab. Aber ich glaube nicht, dass das am Auflieger liegt. Wäre dann ja etwas zu einfach zu sagen, ist nicht einmal am Auflieger, dass man zu doof ist, gerade einen LKW zu fahren. Ich muss auch mal gucken in den anderen Videos, ob das auch wirklich so sich komisch, also vom Aussehen her, was wirklich so komisch ist, wie jetzt hier, wie wir es gerade aktuell haben. Ich meine nämlich, das sieht ein bisschen anders aus als vorher. Wenn ich den nämlich einlenke, habe ich so das Gefühl, dass der ganze LKW so ein bisschen wackelt. Man sieht es ja in der Kabine selber. Ich glaube nämlich nicht, dass ein LKW so wackelt. Ich meine, das ist klar. Aber bei der Kurve? Ich muss das bewegliche Kabinenzubehör das mal irgendwie so ein bisschen runterstellen. Mit den Einstellungen her. Und damals, wo ich damals versucht habe, da unten einen LKW rauszubekommen, die erste Tour, die ich fahren wollte, mit dem eigenen LKW, und ich bin da unten nicht rausgekommen. So, wo darf es denn sein? Einmal da hinstellen, bitte. Na komm, spring um. Aber direkt die nächste Tour hinter uns.